Also, wir wollen Ihnen heute einen Einblick in die Promotion an Deutschlands besten Forschungseinrichtungen geben. Diese Präsentation und eben auch die Vortragenden sollten eigentlich aufgenommen werden. Jetzt wird erstmal nur die Präsentation aufgenommen. So, erste Thema dabei ist natürlich, was ist N-Square? Oder beziehungsweise, wer sind die Vortragenden heute? Heute tragen Ihnen Carsten Polkert, der Helmholtz Junior Survey Arbeitsgruppenleiter 2020, Lea Alina Heckmann, die Max-Planck-PhD-Net-Sprecherin 2021 und ich, Jakob Gorenfluss-Lopez, der Leibniz-PhD-Network-Sprecher 2020 vor. Wenn Sie Fragen haben, so schreiben Sie diese bitte in die F&A-Abteilung, also in die Fragen- und Antworten-Chat. Und machen diese publik für alle anderen, so können diese Fragen dann auch ganz wunderbar geupdatet werden. Wunderbar, jetzt haben wir auch ein Video, jetzt sehen Sie mich auch noch, geupvotet werden. Und so können wir dann am Ende die Fragen, die das Publikum eben für die wichtigsten hält, auch in dieser Reihenfolge beantworten. So, jetzt kommen wir erstmal zu der Frage, was ist eigentlich N-Square? N-Square ist das Netzwerk von promovierenden Netzwerken. Das heißt, es ist ein Netzwerk, das aus Netzwerken eben besteht. Und wir bestehen einerseits aus den Helmholtz Juniors, dem Leibniz PhD Network, dem Max Planck PhD Network und dem IPP Mainz PhD Network. Wir werden gewählt und vertreten mehr als 16.000 Promovierende in ganz Deutschland. In N-Square werden hauptsächlich eben die Zukunft der Wissenschaft sowie Karriereperspektiven und auch natürlich der Einfluss auf die Gesellschaft diskutiert, wobei unser Hauptaugenmerk auf der Untersuchung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Promovierenden liegt. Das Mittel, das wir dabei wählen, ist die Studie bzw. die Umfrage unter den Promovierenden. Dafür haben auch schon die einzelnen Netzwerke, die Teil von N-Square sind, viele Umfragen unter den Promovierenden ihrer jeweiligen Organisationen gemacht. Und diese einzelnen promovierenden Umfragen, die Daten dieser Umfragen, ermöglichen uns zum Beispiel Einblicke in den Status quo der Promovierenden an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie auch natürlich die Bewertung von unterschwelligen Problemen, die oft geradlinig gar nicht so festzustellen sind. Darüber hinaus helfen Sie uns bei der Identifikation von eben Verbesserungsmöglichkeiten, aber natürlich auch von Best-Practice-Beispielen, an denen man sich orientieren kann und an denen man sehen kann, wie die Dinge wirklich gut laufen können. Darüber hinaus helfen Sie uns auch in der Evaluation von bisherigen Maßnahmen und helfen uns in diesem Sinne in der Positionierung zu diesen jeweiligen Maßnahmen. Letztendlich sind Sie aber auch eine anonyme Plattform für Promovierende, um ihre Bedenken zu äußern. Nun haben die einzelnen Netzwerke, die in N-Square sich zusammengeschlossen haben, schon seit Jahren diese Studien gemacht und es haben sich bestimmte Trends dabei herauskristallisiert, die dann auch zu den Zielen von N-Square geführt haben. Die da wären 100% Bezahlung für zumeist mehr als 100% Arbeit in der Promotion. Die Abschaffung von Stipendien, 4-Jahresverträge und das relativ komplizierte Thema der Prävention des Machtmissbrauchs. 2019 hat N-Square dann mal was Neues ausprobiert, beziehungsweise die einzelnen Organisationen, die sich in N-Square zusammengeschlossen sind, haben etwas Neues probiert. Und zwar, sie haben das erste Mal ihre benutzten Umfragebögen harmonisiert. Mit Hilfe dieser harmonisierten Umfragebögen haben dann die einzelnen Netzwerke in ihren jeweiligen Organisationen im Befragungszeitraum Ende 2019 die Promovierenden befragt, wobei etwa 29% der Promovierenden geantwortet haben, was in etwa 5.000 Teilnehmer ausmacht.
Diese 5000 Teilnehmer beantworteten einen 94 Fragen langen Fragebogen, der all diese Themengebiete, die Sie hier rechts dargestellt sehen, abdeckte. Und im Sommer 2020 wurden dann die individuellen Berichte publiziert. Und seitdem haben unsere promovierenden Netzwerke die Resultate dieser Berichte sehr intensiv mit unseren Organisationen, mit unseren jeweiligen Organisationen diskutiert. Heute wollen wir Ihnen diese Daten zusammenhängend präsentieren, also auch im Vergleich zwischen Helmholtz, Max Planck und Leibniz, wobei wir das IPP beziehungsweise die Daten aus dem IPP nicht berücksichtigen, da aufgrund der Größenunterschiede ein Vergleich nicht so einfach ist. In diesem Sinne lassen Sie uns einfach mal direkt anfangen mit dem ersten Punkt, der natürlich bei einer solchen Studie immer sehr wichtig ist, und das ist die Demografie. Das durchschnittliche Alter der Promovierenden in Helmholtz, Max Planck und Leibniz liegt in etwa zwischen 28 und 29 Jahren. Wenn wir uns die Geschlechterverteilung anschauen, sehen wir, dass bei Helmholtz nahezu Geschlechterparität vorhanden ist, während bei Max Planck es mehr Männer gibt und bei Leibniz mehr Frauen, was wir vermuten mit den Fächern, die in diesen Organisationen hauptsächlich untersucht werden, zusammenhängt und eben den geschlechtertypischen Verteilungen in diesen Fächern. Eben Max Planck macht mehr Naturwissenschaften, Leibniz macht mehr Geistes- und Sozialwissenschaften. Abschließend noch ein letzter Punkt zur Demografie, und das ist die Staatsangehörigkeit. Die Mehrheit der Promovierenden sind Deutsche, aber eine immer wachsende immer weiter wachsender Anteil der Promovierenden sind nicht Deutsche. Was uns eben zu dem Schluss führt, dass jede zukünftige Wissenschaftspolitik, die erfolgreich sein möchte, dieses Faktum des doch sehr substanziellen Anteils an nicht deutschen Promovierenden in Deutschland berücksichtigen muss. So, damit würde ich dann gerne auch übergeben an Lea, die Ihnen etwas zu den Arbeitsbedingungen in Helmholtz, Max Planck und Leibniz erzählen wird. Vielen Dank, Jakob, für diese schöne Einführung. Im nächsten Abschnitt werde ich den Fokus etwas auf die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld unserer Promovierenden legen. Und zu Beginn haben wir uns die Frage gestellt, warum sich die Promovierenden für diese Laufbahn entschieden haben. Und dabei haben wir gefunden, dass die Hauptmotivationsgründe das Promotionsthema und die eigene Forschungsarbeit darstellen. Dies gemeinsam mit der wissenschaftlichen Exzellenz, die an unseren Instituten und Zentren geboten wird, dient als Antrieb. Es geht allerdings auch einher mit dem enormen Leistungsdruck, den wir fast überall in der akademischen Welt sehen. In unseren Daten spiegelt sich das zum Beispiel, wenn wir die Arbeitszeit der Promovierenden betrachten. Was Sie hier auf der linken Seite sehen, sind die Prozentzahlen der Umfrageteilnehmerinnen, welche mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten. Und dies ist aufgeteilt im ersten Balken Helmholtz, im zweiten Max Planck und als drittes Leibniz. Was wir hier beobachten, ist, dass eine Mehrheit unserer Teilnehmerinnen Überstunden macht. Und das sind ungefähr 3/4. Einen zweiten Indikator, den wir betrachtet haben, sind die genommenen Urlaubstage. Hier zeigen wir die zwei Extremen. Also auf der linken Seite diejenigen, die weniger als die Hälfte ihres Urlaubs nehmen oder gar keinen. Und das beträgt 20-40% unserer Promovierenden. Und auf der rechten Seite diejenigen, die alle ihre Urlaubstage nehmen, was ungefähr ein Drittel darstellt. In diesem Zusammenhang haben wir auch gefragt, ob sich die Promovierenden frei darin fühlen, ihre Urlaubstage zu nehmen. Und ein Drittel hat angegeben, dass sie sich eingeschränkt fühlen. Als Hauptgrund dafür wurde die hohe Arbeitsbelastung angegeben. Als nächstes Thema haben wir uns die Beschäftigungsarten der Promovierenden genauer angesehen. Und wie Sie hier sehen können, stellen sich die aus zwei verschiedenen zusammen, und die Mehrheit der Promovierenden, wie Sie hier auf der linken Seite sehen, ist über einen Vertrag angestellt. Und dies betrifft ungefähr 90% der Umfrageteilnehmerinnen. Bei den Verträgen sehen wir zwei verschiedene Arten.
Auf der einen Seite Verträge des öffentlichen Dienstes, also TVED oder TVL E13-Verträge, wie sie auch von Universitäten verwendet werden. Hierbei ist es üblich, Teilzeitverträge herzugeben, meist 50% oder 65%. Die zweite Art der Verträge, die wir beobachten, sind Förderverträge, welche von den außeruniversitären Forschungseinrichtungen gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgehandelt wurden und sich auf das Gehaltsschema des TVEDs beziehen, aber andere Unterschiede zeigen. Als zweite Beschäftigungsart, die noch verbreitet ist, sehen wir Stipendien. Und wie Sie hier im mittleren, in der mittleren Abbildung sehen, sind ungefähr 10% der Promovierenden über Stipendien finanziert. Und das inkludiert sowohl interne Stipendien, die von unseren Organisationen selbst vergeben werden, wie auch externe. Im rechten Teil der Abbildung sehen Sie den Prozentsatz der Umfrageteilnehmerinnen, welche unbezahlte Arbeit leisten. Das entspricht ungefähr 2% und es tritt oft gegen Ende der Promotion ein, wenn die Finanzierung ausgelaufen ist. Und nun etwas mit Details zu den Verträgen. Hier haben wir uns als erstes das monatliche Durchschnittseinkommen unserer Promovierenden angesehen, welches netto ungefähr 1.700 Euro beträgt. Wir sehen aber hier eine sehr große Spanne, wenn wir uns die gesamten Daten aller Promovierenden ansehen. Und innerhalb dieser Spanne können wir auch leider eine Einkommensschere zwischen sowohl Fachrichtungen wie auch Nationalitäten und Geschlechtern identifizieren. Und nach unserer Meinung ist das nicht im Einklang mit den Grundlagen von Grundlagenforschung. Weitere Unterschiede, die wir sehen, treten auf, wenn wir die zwei Vertragstypen vergleichen, die ich bereits erwähnt habe. So hier in der ersten Zeile sehen Sie einen typischen Vertrag des öffentlichen Dienstes, also einen 65% TVED E13-Vertrag. Und in der zweiten Zeile sehen Sie einen Fördervertrag, der auf demselben 65% Gehaltsschema basiert. Dies resultiert in einem Bruttogehalt für unsere Promovierenden von 2.600 Euro und einem Nettogehalt von 1.700 oder 1.800 Euro. Der Unterschied im Nettogehalt kommt hierbei von einer zusätzlichen Altersvorsorge, die für die Verträge des öffentlichen Dienstes inkludiert ist, für die Förderverträge allerdings nicht. Einer der Hauptunterschiede, den wir beobachten, ist in den Wochenstunden, die in den Verträgen festgelegt sind. Für die Verträge des öffentlichen Dienstes werden diese Wochenstunden an die Prozentzahlen der Teilzeitarbeit angepasst. Also würden sie für 65% Verträge zum Beispiel 25 Stunden betragen, während im Fördervertrag immer Vollzeitarbeit vorgeschrieben ist, unabhängig davon, auf welchen Prozentsatz das Gehalt berechnet wird. Beide Verträge beinhalten sowohl Rente wie auch Sozialversicherung. All diese Unterschiede, die wir sehen, bringt uns zu einer unserer wichtigen Forderungen. Und das ist, dass wir für 100% Bezahlung für 100% Arbeit einstehen, was auch helfen würde, diese Arbeitsbedingungen besser zu harmonisieren. Als nächstes, wie schon erwähnt, haben wir die Stipendien als Beschäftigungsart. Und wie wir hier sehen, sind 10% unserer Umfrageteilnehmerinnen über Stipendien finanziert. Aber auch hier sehen wir Unterschiede zwischen den Nationalitäten. Diese 10% können für Nicht-Europäerinnen weit höher liegen und bis zu 30% betragen. Wenn wir nun denselben Vergleich anstellen wie zuvor und nur den Fördervertrag mit einem typischen Stipendium in der zweiten Zeile austauschen, dann können wir sehen, dass Promovierenden, die über ein Stipendium finanziert sind, ungefähr 500 Euro weniger im Monat erhalten als Promovierende, die über einen Vertrag angestellt sind. Hierbei sollte erwähnt werden, dass für Stipendien das Brutto- und das Nettogehalt gleich ist, da weder Steuern noch Sozialleistungen abgezogen werden. Außerdem sind für Stipendien keine Arbeitsstunden pro Woche und auch keine Urlaubstage festgelegt, was heißt, es gibt keine offizielle Vereinbarung für die Arbeitszeit. Und einer der Hauptnachteile, es sind weder Rente noch Sozialversicherung inkludiert. Und deshalb haben wir uns als Ziel gesetzt, für die Abschaffung von Stipendien einzustehen. Und das betrifft insbesondere interne Stipendien. Als letzten Punkt der Arbeitsbedingungen haben wir uns die erwartete Dauer der Promotion angesehen. Dabei haben wir unsere Promovierenden befragt, wann sie mit ihrer Promotion gestartet haben und wann sie erwarten, ihre Doktorarbeit einzureichen. Die Zahlen, die wir erhalten haben, sehen Sie hier. Und wie Sie beobachten können, ist dies meist mehr als 3 Jahre und tendiert in die Richtung von 4 Jahren. Als nächste Frage haben wir uns gestellt, ob die Verträge, die die Promovierenden dazu erhalten, zu dieser Dauer passen.
Und was Sie hier auf der linken Seite sehen, sind die Teilnehmerinnen, welche Verträge erhalten haben mit einer Laufzeit länger als 3 Jahre. Und dies liegt bei 15-20%. Das heißt, wir sehen eine große Diskrepanz zwischen Vertragsdauer und der Realität von 4 Jahren erwarteter Promotionsdauer, was für die Promovierenden zu finanzieller Unsicherheit führt, genauso wie es die Zukunftsplanung sehr schwierig gestalten kann, wenn man nicht weiß, ob man die benötigte Verlängerung gegen Ende der Promotion erhalten wird. Und deshalb stehen wir für einen neuen Standard in der Wissenschaft, und zwar für eine 4 Jahre Vertragslaufzeit für die Promotionen. Was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass wir in den letzten Jahren schon einige positive Trends gesehen haben. So haben wir zum Beispiel 2019 eine Erhöhung von 20 auf 30 Urlaubstage erlebt. Wir sehen einen bei weitem höheren Anteil von Verträgen im Vergleich mit Stipendien. Und Ende letzten Jahres hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Angleichung des Gehalts an 65% TVED für unsere Förderverträge genehmigt. Wir sind also eindeutig auf dem richtigen Weg, aber von unserer Seite sehen wir noch viel Luft nach oben. Und deshalb empfehlen wir eine Harmonisierung der Arbeitsbedingungen, welche alle soeben erwähnten Unterschiede besser angleichen würde. 100% Gehalt für 100% Leistung und sichere und stabile Arbeitsverhältnisse für alle unsere Promovierenden. Das heißt, keine Stipendien und eine Vertragsdauer angepasst an die reale Promotionsdauer von 4 Jahren. Und hiermit übergebe ich an Carsten, der auf 2 weitere wichtige Aspekte unserer Umfrage eingehen wird. Ja, vielen Dank, Lea, für die Präsentation der Arbeitsbedingungen. Wir machen jetzt einmal weiter mit Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Und wie wir alle wissen, ist das akademische System und das besonders in Deutschland in einer hierarchischen Struktur aufgebaut. Das können wir hier insbesondere auf der rechten Seite in dem Pyramidendiagramm gut sehen. Da haben wir an der Spitze einmal die Institutsleiterin, die Abteilungsleiterin, die Gruppenleiterin, runter zum akademischen Mittelbau, den Postdoktoranden. Und am Fuße der Pyramide sehen wir die Nachwuchswissenschaftlerinnen. Also darunter fallen dann auch die Promovierenden und die Master- und Bachelorstudierenden. Aus dieser Pyramide geht zweifelsfrei hervor, dass in der Akademie einige wenige in Machtpositionen sind und damit direkten Einfluss auf die individuellen Karriereaussichten der breiten Masse haben. Das schließt aber nicht nur außer universitäre Forschungseinrichtungen, sondern natürlich auch universitäre Forschungseinrichtungen ein. Damit ist das akademische System sehr anfällig für Machtmissbrauch, für Ungleichheiten, für multiple Abhängigkeiten und für Konflikte im Allgemeinen. Daher befragten wir die Teilnehmer in unserer gemeinsamen Umfrage, ob sie selbst denn schon einmal mit Konflikten am Arbeitsplatz konfrontiert waren. Und etwa 15% bejahten dies. Nur 5% derjenigen, die einen solchen Konflikt erlebt hatten, meldeten diesen allerdings den entsprechenden zuständigen Stellen und 10% melden diesen Konflikt nicht. Gefragt nach der Zufriedenheit mit dem Konfliktmanagement konnten wir eine große Fraktion ausmachen, ca. 35%, die eine deutliche Unzufriedenheit mit dem Konfliktmanagement äußerte. 20% verhielten sich eher neutral und 20-40% waren zufrieden oder sehr zufrieden mit dem entsprechenden Konfliktmanagement, wobei hier die Promovierenden in der Leibniz-Gesellschaft herauszugreifen sind, die entsprechend mehr zufrieden waren als vergleichsweise in Helmholtz oder Max Planck. Wenn man sich Konflikte in der Wissenschaft anschaut, ist es natürlich auch wichtig, auf die bereits existierenden Konfliktlösungsstrategien zu blicken. Hier möchten wir uns auf dieser Folie mit expliziten Max-Planck-Daten auf der linken Seite beschäftigen. Entsprechend ähnliche Daten liegen aber auch für Helmholtz-Junius und Leibniz-PhD-Netzwerk vor. Wenn wir uns das Balkendiagramm betrachten, sehen wir hier unten einmal die Konfliktlösungsstrategien Instituts Ombudsperson, den Gesamtbetriebsrat, eine externe Anwaltskanzlei sowie die promovierende Vertreterin aufgeführt. Beim Betrachten des Balkendiagramms fällt auf, dass wir hier einen Unterschied zwischen den einzelnen Nationalitäten haben. So sind Promovierende aus Nicht-EU-
Ländern im Nachteil und ihnen ist nicht so bewusst, welche Formen der Konfliktlösung es eigentlich in ihrer Organisation gibt. Die bekanntesten Formen der Konfliktlösung sind mit Abstand die promovierenden Vertreterinnen, gefolgt von den Ombudspersonen in den einzelnen Organisationen. Die Problematik mit den promovierenden Vertreterinnen als Konfliktlöser ist, dass sie kein Training für eine Konfliktlösung bekommen, also kein Mediationstraining, und auch keine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, die es ihnen ermöglicht, entsprechend sensible Details in einem solchen Konfliktfall vertraulich zu behandeln. Außerdem haben sie kein offizielles Mandat, welches ihnen die Konfliktlösung von der Administration aufträgt. In unserer Umfrage haben wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dezidiert nach Erfahrungen, eigenen Erfahrungen mit Machtmissbrauchsvorfällen befragt, im Speziellen nach sexueller Belästigung und Mobbing durch Vorgesetzte. So erlebten im Schnitt 5% der Befragten etwas mehr in Helmholtz im Vergleich zu Max Planck und Leibniz sexuelle Belästigung durch Vorgesetzte, und etwa 9% haben das beobachtet. Für Mobbing haben es in etwa 10% erlebt und 25% beobachtet. Auf Basis dieser Daten empfehlen wir als N2-Netzwerk die folgenden Maßnahmen. Einmal die Einführung von einer Präventionsstrategie zur Verhinderung von Machtmissbrauch, die Einführung eines wirksamen Opferschutzes sowie die Einführung einer unabhängigen Schiedsgerichtsbarkeit, die solche Konflikte schlichten kann, sowie die Einführung von spürbaren Sanktionen für entsprechende Täter. Und ohne weiteres Eingehen auf diese Punkte möchte ich Ihnen unser Positionspapier zum Machtmissbrauch und der Konfliktlösung ans Herz legen, das wir bereits 2019 veröffentlicht hatten. Und da kommen Sie ganz einfach hin, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen. Im Kontext von Machtmissbrauch in der Wissenschaft ist natürlich auch wichtig, über die psychische Gesundheit der Promovierenden zu sprechen. Und spätestens seit Corona ist jedem klar, dass das ein relevantes Thema in der Wissenschaft ist. Auch Studien von Nature Careers unter Promovierenden und Postdoktoranden haben deren Relevanz in der Vergangenheit bereits gezeigt. In unserer Umfrage haben wir den Patient Health Questionnaire 9 verwendet, der auch in der deutschen Bevölkerung zur Beurteilung der psychischen Gesundheit verwendet wird, insbesondere von Depressionen. In der deutschen Bevölkerung, in der korrespondierenden Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren, die der Altersgruppe der Promovierenden entspricht, hat man durchschnittlich mittelschwere bis schwere Depressionen bei ungefähr 9,9% der Befragten. In einer zusätzlichen Studie von 2013 von Busch et al. Wurde außerdem postuliert, dass ein höherer sozioökonomischer Status negativ mit dem Auftreten von Depressionsindikatoren korreliert. Was bedeutet das vereinfacht? Vereinfacht heißt das, für einen Akademiker im Vergleich zu einem Ausbildungsberuf würde man weniger das Auftreten von Depressionen erwarten bei den Akademikern, weil die einen höheren sozioökonomischen Status haben. Wenn wir uns jetzt aber die Umfragedaten unter den Promovierenden der drei Organisationen anschauen, haben wir gesehen, dass in etwa 15-18% der Promovierenden mittelschwere bis schwere Depressionen aufweisen. Das entspricht hier in etwa dem oberen Teil dieses Balkendiagramms. Und damit können wir die Annahme in dieser Studie eben für unsere Daten, für die Promovierenden in den drei Organisationen zumindest nicht belegen, da wir hier einen Prozentsatz von unter 9% erwarten würden. In unseren Umfragen haben wir uns auch mit Angstzuständen unter den Promovierenden beschäftigt. Leider können wir aus Zeitgründen darauf heute nicht eingehen. Ich lege Ihnen aber ganz herzlich die Berichte der einzelnen promovierenden Organisationen ans Herz, um die entsprechenden Daten nachzulesen. In der Auswertung unserer Datensätze sind uns auch einige korrelierende Faktoren ins Auge gefallen, welche das Auftreten von Depressionen und Angstzuständen entsprechend begünstigen. Also entsprechend positiv korrelierende Faktoren. Darunter waren unter anderem lange Arbeitszeiten, wenig Freizeit, beispielsweise durch wenig Urlaub oder wiederkehrende Arbeit an Wochenenden. Genauso prekäre Arbeitsbedingungen, wie sie zum Beispiel Stipendiaten erdulden müssen, indem sie eben nicht den Schutz eines Arbeitsvertrags und einer ordentlichen Sozialversicherung genießen, genauso wie kurze Vertragslaufzeiten. Zusätzlich kann auch der Machtmissbrauch in der Wissenschaft zum vermehrten Auftreten von Depressionen
und Angstzuständen führen. Daher empfehlen wir als N2-Netzwerk ganz dringend das Stärken des Bewusstseins für die psychische Situation von Promovierenden und die Identifikation der zugrunde liegenden Mechanismen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Und damit gebe ich wieder zurück an Jakob, der das eben gesagt einmal zusammenfassen wird und ein paar Schlussfolgerungen zieht. Ja, vielen Dank, Carsten und Lea. Gut, kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Also, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen einerseits, dass die meisten neuen Arbeitsverträge sich in Richtung 65% E13 TVÖD entwickeln. Ebenso, dass Stipendien zunehmend durch Verträge ersetzt werden. Das sind beides Entwicklungen, die wir sehr begrüßen. Darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass die Promotionsdauer im Schnitt bei ungefähr 4 Jahren liegt, wobei die Mehrheit der Arbeitsverträge immer noch dem nicht gerecht wird. Und wir haben auch gesehen, dass das Thema Machtmissbrauch und das Thema psychische Gesundheit mehr und mehr auf die Agenda kommen, mehr und mehr in das Bewusstsein dafür wächst, nicht nur durch unsere Studien, sondern auch durch vergleichbare Studien wie die Nature-Studie oder auch einfach durch die Corona-Situation. In diesem Sinne wollten wir Ihnen noch einmal auch unsere Ziele präsentieren. Wir stehen eben für diese 100% Bezahlung für zumeist mehr als 100% Arbeit. Auch gerade im Einklang mit den Kriterien für Grundlagenforschung, der Abschaffung von Stipendien, die 4-Jahres-Verträge als Grundlage auch zu machen und die Prävention von Machtmissbrauch. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wollten uns auch insbesondere noch einmal bei unseren Umfragen, Arbeitsgruppen bedanken, die wirklich hier sehr viel Arbeit investiert haben. Und Sie haben das gesehen, wir haben heute nur einen wirklich kleinen Teil von all dem, was wir da analysiert haben, besprochen. Unsere einzelnen Netzwerke haben auch sehr umfangreiche Berichte dazu publiziert. Hier finden Sie auch die QR-Codes, die zu den jeweiligen Webseiten führen, auf denen Sie dann auch wo Sie dann auch die Surveys finden werden. Ich kann Ihnen nur empfehlen, reinzuschauen. Darüber hinaus wollen wir auch nochmal Teresa Kuhl und Isabella Paredes-Cisneros danken für ihre Unterstützung hier bei den Präsentationen mit den Grafiken und dem N-Square-Vorstand und Beirat für die kontinuierliche Unterstützung eben von N-Square. Und zum Abschluss natürlich auch unseren Organisationen, das heißt der Max-Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft und der Leibniz-Gemeinschaft und auch all Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Sinne kommen wir nun zum zweiten Teil, auch pünktlich um 2.30 Uhr, eine kleine Fragen- und Antwortrunde, die heute moderiert wird von dem wunderbaren Jan Klenke, dem Leibniz PhD-Network-Sprecher.